Welcome to Shiraz. Hallo. Also, was es in diesem Video zu sehen gibt, das wissen wir selbst noch nicht so genau. Und wenn du dich auch überraschen lassen möchtest, dann bleib einfach dran. Einmal wie so ein Superstar fühlen möchte, braucht gar nicht bis nach Indien. Braucht den Iran. Nur. Wir laufen hier so durch die Stadt. Und durch den Park. Und die Leute, die gucken so. Einmal, zweimal. Hallo! Thema Tattoos noch was, weil wir uns vorher auch informiert haben, wie das eigentlich hier so ist mit den Tattoos und dürfen wir Tattoos zeigen oder dürfen wir das eher nicht. Wir haben hier eigentlich gar keine Probleme, ganz im Gegenteil, die zupfen dir eher so am T-Shirt und sagen, wow, nice Tattoo, und haben auch selbst irgendwelche Tattoos, die sie dann illegalerweise in irgendwelchen Underground Shops gemacht haben stechen lassen. Melli und ich, wir haben auch, ich kann das ja mal zeigen, auch mal so ein Anker und so ein Herz und so ein Kreuz. Ist aber auch kein Problem, wenn man das hier so zeigt. So, bis jetzt eigentlich nur gechillt den ganzen Tag. Und jetzt sind wir auf dem Weg, denn wir haben was richtig Tolles entdeckt, glauben wir. Ein Burrito-Laden. Und jetzt werden wir mal schauen, ob es da Burritos gibt. Ja, ist was Besonderes für uns. Ja, genau. Ja, wirklich. Hier kannst du so schwer gutes Essen finden. Ja, mal gucken, ob das gut ist. Also da gehen wir auf gar keinen Fall essen. Hello! Hallo! Hello! Nee, das war so dreckig und so. Nee. No. Okay, heute gibt's das zum Abendessen. Käsekuchen, Tee und eine Margarita. So, guten Morgen, Freunde der guten Verdauung. Melli und ich sind heute wieder unterwegs, nachdem es gestern leider nichts gab, was unserem Gaumen entsprochen hat. Haben wir schön gefrühstückt und jetzt geht's wieder vorwärts. Wir sind auf dem Weg zur Pink Mosque. Freuen uns jetzt auch langsam echt auf Indien. Vor allen Dingen wegen dem Essen. Ja. Ich kann keine Gurken, Tomaten und Eier mehr zum Frühstück sehen. Vielleicht sind wir ein bisschen pingelig, ja, aber wir stehen halt einfach echt auf gutes Essen. Jeden Morgen ja. Tomaten, Eier, Gurken und irgendwie schwammiges Brot. Aber das Abendessen... Papierbrot. Aber macht wenigstens nicht so dick, ne? Das Abendessen war aber richtig geil. Käsekuchen. Das können wir heute gleich nochmal machen. So, die Pinke Moschee ist wohl auch eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige, die pink ist. Und im Übrigen muss man da so früh aufstehen, weil dann das Licht wohl so gut reinfällt und noch nicht so viele Touris da sind. Die ersten Reisegruppen aus China, im Iran. Und alle sind sie hier. Alle Chinesen aus dem Iran sind heute hier. Gefühlt 100.000 Leute da drin. Glaubt ihr nicht? Jetzt geht's weiter zum Grab des Philosophens. Den Namen. Tomb of Hafiz, genau. Das ist jetzt nächstes Ziel für heute. Too much traffic. Hier bei Tomb of Hafiz gibt's ein paar Gräber und viel Grün. Und bis jetzt keine Chinesen in Sicht, was wir sehr begrüßen.
Eintritt war 2 Euro pro Person. Wir waren schon mal vor einer Stunde da, hatten aber bloß 1,90 Euro pro Person. Keine Chance reinzukommen. Also zurück zum Hostel, Geld wechseln und hier sind wir. Erstmal wach werden und dann wollen Melli und ich uns heute vegetarisch ernähren. Jetzt essen wir schon Coconut Cookies zum Frühstück, weil wir keinen Bock auf Tomaten und Gurken haben. Ah. Hallo Schatzi. Dein Tee steht hier vorne. Frühstück! Möchtest du auch ein paar Coconut Cookies? Schmecken die? Die sind gut. Bisschen trocken. Halb. Vielleicht. Du weißt, wie man die isst, ne? Übrigens, ich weiß genau, was ich sagen will, muss aber immer noch ein R dazwischen reinschieben. Übrigens zeige ich euch jetzt mal unser Hostel. So wird's gesagt. Es ist mittlerweile nicht mehr ganz so schwer, Hostels im Iran zu finden, gerade in den größeren Städten. Hier vorne gibt es dann immer Frühstück. Da sitzt Melli. Das ist jetzt unser kleines Appartement. Für 15 Euro die Nacht. Schön kühl hier drinnen. Und was hier normal ist, dass die Dusche eben mit der Toilette in einem Raum ist. Aber es ist super gemütlich, günstig und wir fühlen uns hier wohl. Für 15 Euro kann man, glaube ich, nichts falsch machen, vor allem wenn es sauber ist. So, endlich haben wir mal einen großen Obst- und Gemüsestand gefunden. Da geht einem ja das Herz auf. David ist im Shoppingfieber. Jetzt gehen wir noch mal zum letzten Mal raus hier in Shiraz und gucken uns noch mal die letzte Moschee an. Und dann bin ich froh, dass ich dieses wunderschöne Tuch nicht mehr aufziehen muss. Guck mal, so muss ich Melli verhüllen, wenn sie hier rein will. Schick, oder? Und stinkt's nach Schweiß? Nein? Ja, siehst du? Es ist hier üblich, einen Guide zu nehmen. Sonst darf man hier nicht rein. Aber ansonsten kostet der Eintritt nichts. Und das ist unser Guide. Hi. Dann sehen wir uns wieder in Indien. Ach ja, und nicht zu vergessen, abonnieren. Ja, also wir dachten, wenn ihr Bock habt, mehr zu sehen, dann abonniert uns doch.